Sie haben die möglichen Raketen der Hisbollah da schon angesprochen. Wenn man das jetzt mit der Hamas vergleicht, und die Unterstützung des Iran haben Sie ja auch schon angesprochen, wie muss man das vergleichen? Wie ist die Hisbollah da militärisch aufgestellt? Also die Hisbollah hat ein Vielfaches wahrscheinlich der Raketen, über die die Hamas verfügt hat. Auf der anderen Seite hat die Hisbollah keine wirklich schweren Kräfte. Wir sprechen hier von etwa 20.000 Aktiven und vielleicht nochmal 30.000 Reservekräften. Dazu muss man allerdings sagen, dass ein Großteil der Hisbollah, gerade die konventionellen Kräfte, sich in Syrien aufhalten. Und die Hisbollah steht dann vor der Frage, ob sie diese Kräfte aus Syrien zurückziehen soll. Das würde aus ihrer Sicht bedeuten, dass die Situation in Syrien sich instabiler gestalten würde. Das wäre auch nicht im Interesse von Iran. Und deswegen ist es auch für die Hisbollah gar nicht so leicht, Kräfte jetzt abzuziehen, um sich auf Israel zu konzentrieren. Also es würde ein wahrscheinlich doch begrenzter Krieg bleiben, wenn er sich denn überhaupt so entwickelt. Ich glaube allerdings nicht, dass das im Interesse der Hisbollah ist. Ich glaube, dass die Hisbollah im Moment Störaktionen durchführt, um auf Druck auf Israel auszuüben, diesen Friedensplan. Wir sprechen ja über die vor allen Dingen die umstrittene Phase 2 des Plans, der von Präsident Biden kam, um das auch mit Druck, mit Nachdruck dem Israelis deutlich zu machen und praktisch anzudrohen, man würde sonst zur Gewalt schreiten. Dass es ein wirkliches Interesse dazu gibt, kann ich aber nicht erkennen. Sagt Oberst AD Wolfgang Richter. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen auch.